Löcher in Wände bohren stellt für den durchschnittlich geschickten Handwerker kein Problem dar. Fliesenwände gelten bei vielen Do-it-yourself-Heimwerkern als anspruchsvoller. Falsches Werkzeug oder falsche Handhabung lässt das spröd-zerbrechliche Material schnell springen. Fürs Bohren in Fliesen benötigen Sie folgende Werkzeuge und Hilfsmittel. Hauptsächlich in Bad und Küche kommt es dazu, Fliesen zu durchbohren. Hier verlaufen Strom- und Wasserleitungen durch die Wand. Mit einem Leitungsdetektor lassen sich Leitungen lokalisieren und Schlimmeres verhindern. Wählen Sie ein hochwertiges Gerät aus, das sich selbst kalibriert und Leitungen mit einem Farbsignal sowie einem Warnton anzeigt. Es leistet Ihnen wertvolle Dienste bei allen Bohrungen. Wir empfehlen, den zu bohrenden Bereich mit Kreppband abzukleben, damit die Bohrungen nicht unkontrolliert verlaufen. Zeichnen Sie auf dem Klebestreifen eine gerade Linie. Benutzen Sie eine Wasserwaage, wenn mehrere Löcher auf einer horizontalen Linie liegen sollen. Markieren Sie nun die geeigneten Stellen für die Bohrlöcher. Gehen Sie auf Nummer sicher und messen Sie die Markierungen nach. Sollten Sie kein Kreppband zur Hand haben, verwenden Sie einen spitzen Nagel oder eine Anreißnadel und schlagen bzw. klopfen Sie mit einem Hammer sehr vorsichtig in die Fliese. Wenn Sie die Fliese durchbohren, schalten Sie die Schlagfunktion Ihrer Bohrmaschine unbedingt aus. Der heftige mechanische Vorschub würde die Fliese zertrümmern. Mit einem speziellen Glas- oder Fliesenbohrer lassen sich Fliesen ohne verheerende Beschädigungen durchbohren. Bei hoher Ritzhärte der Fliese, zum Beispiel bei Feinsteinzeugfliesen, muss ein Diamantbohrer verwendet werden. Sobald die Fliese durchbohrt ist, kann der Bohrer gewechselt und die Schlagfunktion der Bohrmaschine wieder aktiviert werden. Je nach Wandaufbau muss gegebenenfalls auf größere Geschütze zurückgegriffen werden. Positionieren Sie ein Staubsaugerrohr unter die Markierung, das den Staub während des Bohrens einsaugt. Alternativ kann auch ein Briefumschlag helfen, um das abgetragene Material aus der Bohrung aufzufangen. Nachdem die Löcher gebohrt wurden, können jetzt passende Dübel eingeführt werden. Wählen Sie einen kleinen Hammer und treiben Sie die Dübel vorsichtig in die Wand. Je nach Tiefe des Lochs und Größe des Dübels lassen sich nun verschiedene Dinge an Wände montieren, vom Handtuchhalter bis Küchenschrank. In der Videobeschreibung finden Sie Links zu den verwendeten Werkzeugen und Materialien. Damit sind wir ans Ende unseres Do-it-yourself-Tutorials angelangt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.